wichtig gewesen zu sein. Wo wir eigentlich nur relativ simpel seinen Heck eigentlich weggedrückt haben, sind wir doch in eine Kollision geraten, die uns leider unser Auto zerrissen hat. Und genauso wie diese Bodenwelle da mein Auto gerade wieder aus der Spur gebracht hat. Ehrlich, schon heftig, auf was alles geachtet wird. Hier keine Bodenwelle und dein Auto zerreißt es gleich wieder. Bleib konzentriert und hol dir den Platz zurück. Keine schöne Kurve. Welchen Platz? Ich hab mir erst einen Platz geholt. Zwei Runden noch. Alter, da hinten machen wir so einen auf Rand, dann haben die Lenny hier. Hau ab! Alter! Könnt ihr mich nicht mal... Ich lenk nur gegen, oder? Er fährt die kürzere, oder was auch immer, wie man es nimmt. Wir sehen, wer gleich schneller in der Kurve rauskommt. Er wieder! Ich nehme nochmal wieder die Bande. Dein Motor wird ziemlich heiß, weil der Kühler beschädigt ist. Du bist gerade die schnellste Rennrunde gefahren. Ach. Fährt das gleiche Auto wie ich. Was ich... Naja, verbessert kann ich leider nicht sagen gerade. Jetzt zerreißt es ja irgendwie gerade ein bisschen mein Motor. Und ein bisschen die Lenkung. Wir müssen es schon leider gegenlenken, Leute. Das ist ja hier schon wieder Acapulco. Mal den schön hinter uns lassen. Fährt er schon wieder die enge Kurve? Da fährt wieder die enge Kurve. Ich weiß nicht, ob es er ist oder ob es wer anders ist. Auf jeden Fall sind wir vor ihm draußen, das ist. Wir haben es gleich. Dramatische Melodie. Und die Karre erreicht den ersten Platz. Oh ja. Was heißt die WSR? Wenn das unser letztes Rennen war. Ich hab nicht genau geguckt, wie viele Rennen wir haben. Mann, ich hab nie an dir gezweifelt. Jawohl. Oh, was kommt jetzt? World Series Racing has defied initial skepticism to take the motorsports world by storm in just 2 years. Toby, what's the secret behind the success? The secret, Kevin, is that it's so unique. You've got different drivers battling in over different formula. The motorsports fans are now transatlantic to USA and Europe. The world of motorsport is now encapsulated by this. For me, I can see it only getting bigger and only gaining momentum. It's gaining momentum. And speaking of that, the rumor mill is in overdrive right now. Will we see the WSR in Asia next season? We know it's a huge market. If they crack it, there could be no stopping this promotion. Jawohl, das wird ja spannend, Leute. Asien WSR, na, da wechseln wir ein bisschen den Bereich wieder, ne? Ja, Ziele erfüllt wie immer null. Schade, ne, Leute? Echt schade, dass wir schon wieder keine Ziele erfüllt haben. Gucken, was uns an Fans dazu gewachsen sind. Oh, knapp 200.000 Fans mehr. Sieht doch schon mal nicht schön aus. Sieht nicht immer schon mal schön aus. Die Fans in Asien und im Nahen Osten zu erobern. Die ersten beiden Rennserien finden in Japan und den Emiraten statt. Triff deine Wahl. Los geht's. Meine Wahl?
Was für eine Wahl. Ja, wie sehen Sie noch nicht? Lass es mich wissen. Okay. Boah, Nissan, was haben wir hier? Wir haben hier Mazda X7 Typ RZ. Sieht schick aus. Aber ich glaube, den Nissan Nismo R32 GT RZ sieht noch geiler aus und hat noch mehr Leistung. Ein weiterer Sponsor ist an einer Zusammenarbeit mit dir interessiert. Ich glaube, wir machen, drücken mal ein paar Mal auf zufällig hier. Machen wir unser Auto mal ein bisschen voll. Und sagen einfach mal fertig hier. Wenn uns das gelingt, wird dies die bisher größte WSR-Saison. Du wurdest von den Kowloon Dragons zu einem Rennen eingeladen. Das ist wieder nur eine erste Einladung. Du musst zeigen, dass du ihrer Disziplin mithalten kannst, damit du erneut eingeladen wirst. Toge wird im Modus Best of Three gefahren. In jeder Runde gelten unterschiedliche Startbedingungen. Um eine Runde zu gewinnen, musst du entweder 5 Sekunden vor dem anderen Fahrer liegen oder als erster über die Linie fahren. Vermeide Kollision. Bei mehr als einer leichten Berührung verlierst du die Runde. Verlierst du die Runde? Ist richtig gehört? Einfach so? Da kommen auch immer mehr Leistung, mehr PS kommen da oben. Das ist doch schon mal interessant, mal ein paar Autos mit mehr Leistung zu fahren. Mal sehen, was später alles kommt. Das wird sicherlich sehr interessant. Achte also auf die ständigen Gewichtsverlagerungen des Autos. Eieiei. Lauer auf Überholmöglichkeiten. Das erste Mal mit einem Nissan unterwegs. Du vergrößerst den Abstand. Weiter so. Entweder 5 Sekunden oder die Strecke zu Ende, so wie ich das verstanden habe. Mal sehen, wie das so geht hier. Au, wow, 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 wow. Leicht nur noch Leichtplastik hier oder was hier los? Mal definitiv anderes Gefühl. Vom Fahren her schon echt krank gerade irgendwie. Du ziehst schön davon. Push weiter. Vor allem weil dieser Modus. Mir fremd, aber wir sind bis jetzt auf gutem Kurs. Mal sehen, was weiter folgt. Er hat fast gewonnen. Er kann nicht mithalten. Schön, dass er nicht mithalten kann. Wollen wir mal sehen? Ah, ist unser Ziel schon. Ey. Das ist wirklich. Oh, kurz vor dem Ziel habe ich noch die 5 Sekunden sogar vor ihm. Klasse. Echt schön. Die vermeintlich schwierigste Disziplin wie ein Spaziergang aussehen. So machst du auf dich aufmerksam. Das ist schon mal schön. Oh. Jetzt starte ich von hinten. Musst du nicht nur deinen Gegner, sondern auch die Strecke besiegen. Gleiche Strecke und ich bin schon wieder vor ihm. Ja, das ist doch mal komisch. Sah wie das gleiche Auto zumindest. Schon mal vom Fahren her, bei den Geschwindigkeiten ist das schon, finde ich gerade ganz schön heftig hier zu fahren. Schöne Kurven aber auf jeden Fall echt schick gemacht. Thank you.
muss man schon sagen, ey. Bei der Gestaltung der Karten, des Autos, gefällt mir immer mehr, ey. Das Spiel macht so viel Spaß, Leute. Du hast ihn schon fast bezwungen. Das ist echt nur empfehlenswert. Ah, guckt euch an hier unsere Zeit. Ja, wir kriegen wahrscheinlich in der nächsten Kurve hier wieder. Und wieder, gleiche Kurve und wieder geschafft, Leute. Hier, erstaunlich, oder? Du hast genial, 1,26. Oh, das war schon, zwei Siege hier, das ist wirklich grandios. Ein Ziel haben wir schon erfüllt, aber auch nicht schlecht. Na, wie viele Fans kriegen wir hier in Hongkong zusammen? Für so ein Rennen mal schlappe 70.000 Fans mehr. Echt nicht schlecht, Leute. Wir bewegen uns immer weiter nach vorne. Ich lasse es dir dann liefern. Boah. Das ist jetzt echt, ich nehme Mercedes. BMW nicht schlecht, aber... kannst entweder weiter gegen die Kowloon Dragons fahren, lasse es liefern, aber oder die Einladung von Dubai VIP annehmen, dem exklusivsten Racing Club in den Emiraten. Dubai VIP ist ein sehr angesehener Club. Die Rennen will sich niemand entgehen lassen. Wir haben uns bereits einen Nachbar. Checkpoint Rennen ist die Zeit dein größter Gegner. Ziel ist es, die längstmögliche Distanz zurückzulegen, bevor die Zeit abläuft. Checkpoint. An jedem Checkpoint erhältst du Zeit gut geschrieben. Aber achte auf ausgeschiedene Fahrer. Sonst ist dein Rennen schneller vorbei, als dir lieb ist. Okay. Und wie scheidet man aus in dem Rennen? Und man fliegt raus, wenn man nicht schnell genug ist? Oder... Na, mal sehen, was uns da erwartet. Erworbene Kategorienfahrzeuge. Karrierefahrzeuge 21 Stück. Teilgenehmigen an Club-Events 23, trifft in 189 Meter. Dubai VIP zählt zu den exklusivsten Clubs in den Emiraten. Machen wir ihn Lust auf die WSR. Said Nasser ist der Checkpoint-Star von Dubai VIP. Achte auf ihn und achte auf die Uhr. TT. Die Autos vor dir sind über die Linie, das Rennen läuft. Mach dich für deinen Start bereit. Das bringt dir mehr Zeit. AMG, ja, AMG. Du hast ein schönes Zeitpolster. Weiter so. Na, das war unschön. Das hat mir nicht gefallen. Kapieren tue ich das trotzdem noch nicht. Ich bin Zweiter. Wie habe ich mir jetzt diesen Zweiten hier verdient? Indem ich sie zum Zweiten fahre? Oder... Wie verstehe ich denn das? Einer keine Zeit mehr hat oder... Checkpoint geschafft. Jetzt steht er erst, also wie viel muss ich jetzt noch fahren? Steht hier ja nirgendwo, wie wir fahren müssen. Wir haben ja einfach eine zurückgelegte Distanz. Irgendwann habe ich keine Zeit mehr und das war dann meine zurückgelegte Distanz. Du bist gerade die schnellste Runde des Rennens gefahren.